Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir erklären, was Gate 1 ist und wie du mit Gate 1 das Grübeln und das Nachdenken in deiner Meditation drastisch reduzieren kannst. Es ist endlich soweit. Die neue Version von Gate 1 in MDR ist ab jetzt verfügbar. Unter diesem Video werde ich dir zeigen, was die neue Gate 1 Version ist, wie du deine Gedanken damit stoppen kannst, wie du damit viel besser und viel tiefer meditieren kannst und auch, wenn du willst, wie du damit mystische Erfahrungen initiieren kannst. Gut, also Gate 1 ist ja auch im Shop das meistverkaufte Produkt grundsätzlich. Es gibt ja viele Studien, die auf das Thema sehr durchleuchtet haben, und die meisten Krankheiten kommen vom Grübeln, vom Nachdenken, die meisten Schlafprobleme kommen vom genau Überdenken, Zerdenken und so weiter. Und Gate 1 ist eine Hypnose, die dir hilft, Step by Step zu trainieren, in diesen Zustand hineinzukommen, dass du das nicht mehr tust oder reduzierter tust. Ich habe hier im neuen Gate 1 eine komplett andere Hypnoseform eingebaut und gleichzeitig ist die Hypnose bzw. die Frequenz auf zwei Teile aufgebaut. Der erste Part ist die komplette Hypnose, wie man es vorher kennt, und der zweite Part ist nur Training, Training, Training und Training. Ich werde es mit dir einfach kurz durchgehen, dass du einfach weißt, was sich da verändert hat. Ja? Ich habe das Codewort Blue eingebaut. Die Visualisierung vom blauen Himmel ist nach wie vor gleich, natürlich ganz wichtig. Dann das Codewort Home, dass man jederzeit sich damit zurückholen kann. Und die Selbsthypnose ist auch eingebaut, also eine Visualisierung für die Selbsthypnose, damit du später in den anderen Gates oder in deine normalen Meditation, damit du damit später sehr schnell in die Hypnose hineinkommst. Ja. Gut, also die ganze Sache beginnt am Strand. Und dort wird halt die normale Hypnose gemacht, also somnambularer Zustand, körperliche Entspannung, geistige Entspannung. Danach geht es weiter in den Wald hinein, und das Ganze ist jetzt natürlich in 3D gemacht, das ist richtig cool. Du gehst durch den Wald, auf der rechten Seite ist dann beim Rückweg ein Bach, und du hörst wirklich in 3D rechts den Bach vorbeigehen, und dann entfernst du dich und hörst du wirklich mit den Kopfhörern, wie er sich entfernt von dir. Dann geht es in das Haus hinein, dann die Selbsthypnose-Induktion, dann gehst du die Treppe runter in die Trance hinein. Dann gibt es natürlich noch das, also ich habe übrigens von Gate 4 den goldenen Anker und die rote Tür und das Codewort Deep von Gate 5 schon eingebaut. Das bedeutet, für diejenigen, die schon soweit sind, können dann hier schon mal ganz andere Effekte erleben. Ja. Also einfach schneller, tiefer kommen, damit die Hypnose intensiver wirkt. Ja, und dann geht man die Stufen runter, geht in den Estelle State hinein, und vom Estelle State macht man dann die tatsächliche Hypnose. Also da geschieht dann die Umprogrammierung, da ist das ganze Skript für die ganzen Sachen. Und dann teleportiert man sich zum Strand. Und das ist so, bevor man in das Haus hineingeht, übt man. Das heißt, du bist am Strand und da kommt halt die Übung, die Visualisierung, die erste, und die sagt schon, wenn du dir den blauen Himmel vorstellst, dann, weil das Unterbewusstsein von uns ist, versteht Bilder und versteht Emotionen. Und wenn die Umprogrammierung geschieht so, wenn wir dem Unterbewusstsein sagen, liebes Unterbewusstsein, bitte als Analogie wirst du eine Sache verstehen. Und zwar, wenn du in den Himmel schaust, weil du musst immer das nehmen, was jeder kennt. Und desto besser die Leute das kennen, desto intensiver kannst du das Bild oder die Szenerie als Anker verwenden in der Hypnose. Und ich habe mir den Anker ausgesucht, dass jeder Mensch kennt den blauen Himmel und jeder Mensch kennt den Himmel, wenn Wolken drauf sind. Und das Unterbewusstsein kann sehr einfach koppeln, wenn man in den Himmel schaut und man sieht Wolken, dann bedeutet das fürs Unterbewusstsein, da ist was da, da wird gerade gedacht. Je mehr Wolken, je mehr Sturm, je mehr Gewitter, desto mehr wird gedacht. Und je weniger Wolken da sind, je klarer und blauer der Himmel ist, desto stiller wird es im Kopf. Ja. Und diese Kopplung, dieses Bild wird einprogrammiert. Und gleichzeitig wird der Zustand, wenn der Himmel komplett blau ist, eingespeichert mit dem Codewort Blue. Das bedeutet, wenn du an das Codewort Blue denkst, dann kommt sofort das Bild blauer Himmel und das Unterbewusstsein weiß, Stille.
Und das hilft dir später, wenn du dann normal meditierst oder in deinen anderen Gates, einfach grundsätzlich in einer normalen Meditation die Augen zuzumachen und zu sagen, ich gehe in den Zustand, in die Selbsthypnose, also das Zählen von 10 bis 0 oder das Codewort Self. Und dann ab dann jetzt in den Zustand Blue, das Blaue, den blauen Himmel visualisieren, und auf einmal meditierst du und das dauert dann, keine Ahnung, 30 Sekunden und du bist komplett in der Gedankenstille und hast schon sozusagen den Zugang für tiefere Ebenen geschaffen damit, ja. Ja, das ist sozusagen das. Das heißt, wir, bevor die Frequenz losgeht, bevor wir sozusagen in die Hypnose kommen, wird getrainiert. Das heißt, das Wichtige in der Hypnose ist, dass das Unterbewusstsein einen Vorher-Nachher-Vergleich hat. Ja? Das heißt, du startest die Frequenz und dann machen wir die normale Induktion, Vertiefung und Co. Dann heißt es, bitte mach das, und dann siehst du, wie gut das wirkt. Und dann geht es in das Haus, dann geht es in die Tiefe und dann wird dort die Programmierung gesetzt und dann teleportiert man sich zurück zum Ausgangsort und dann macht man das nochmal und dann hat man einige Minuten Zeit, den Vorher-Nachher-Unterschied zu sehen. Und das Coole ist an der Hypnose, Hypnose wirkt durch eine Präkognition. Das bedeutet, du gehst hin und also du hast einen Vorher-Vergleich, dann wird etwas programmiert und dann hast du einen Nachher-Vergleich. Wie stark, wie krass ist der Unterschied? Und je nachdem, wie gut dieser Unterschied ist, desto intensiver wird die Hypnose, die in der Mitte dazwischen war, zwischen den Vorher und Nachher, wirken. Ja? Und das ist nämlich das verrückt, weil das Unterbewusstsein sagt, ich habe einen Vorher-Vergleich, ich habe einen Nachher-Vergleich, okay, das hat funktioniert. Und dann bildet sich ein neuer Glaubenssatz, das hat voll stark funktioniert. Und ab dann wird dann das, was danach geschieht, durch Training noch viel intensiver wirken. Deswegen gibt es danach sozusagen die Rückkopplung, wo du dann zurückkommst und dann das nochmal machst, nach der Hypnose, nach der Programmierung, und dann testest du das. Und wenn du dann fertig bist, habe ich da, ab jetzt ist sozusagen das, was beim Alten geht, eins war, das hat dann hier aufgehört. Nur ich habe hier jetzt was dazu gebaut, und zwar eine Vertiefung und eine ganz neue Technik, und zwar die Technik von Gate 10. Ja. Es gibt nämlich eine ganz spezielle Hypnose-Technik, wo du noch viel tiefer gehen kannst und wo du noch viel besser dir Dinge anprogrammieren kannst in der Hypnose. Ja. Also sprich, damit die Hypnose noch viel intensiver wird, ja. Und das geht so, also dass wir machen den normalen Test, dann gehen wir ins Haus, programmieren uns um, gehen wir nochmal zurück zum Strand und testen das nochmal, dann sehen wir, voll super, hat einen großen Unterschied gemacht. Und dann kommt das Besondere, und zwar, wir machen einen Ortswechsel. Wir machen genau gesagt danach noch 3 Ortswechsel, ja. Also du schläfst dann am Strand ein und wachst im nächsten Schritt am Grand Canyon auf, und da habe ich Live-Originalaufnahmen vom Grand Canyon in Ambisonics, das bedeutet in 360 Grad Ambiente, das heißt, du wirst wirklich dann einschlafen, wirst am Grand Canyon aufwachen, wirst das Ambiente vom Grand Canyon hören in 3D, das heißt, du wirst wirklich hören, wie es dort ist, wenn du dort gerade bist, und dann hast du ein paar Minuten Zeit, dich dort zu orientieren, also du gehst dann dort wirklich alles ein bisschen durch, schaust dich um und so weiter, und durch dieses Einschlafen und an einem komplett anderen Ort aufwachen, nennt man das einen Framewechsel, und ein Framewechsel macht, dass du in der Höhe, das ist so, wenn du einschläfst und dann im Traum einschläfst und noch einen Traum hast, dann bist du eine Ebene tiefer. Und so kann man, das nennt man so Traum in einem Traum in einem Traum, also False Awakening, so ähnlich. Und so gehen wir immer tiefer, und durch den Framewechsel wirkt danach die Hypnose noch viel intensiver. Ja. Das heißt, du schläfst dann am Strand ein, wachst am Grand Canyon auf, orientierst dich dort, legst dich dann dorthin und machst dort nochmal ein paar Minuten die Übung und trainierst dort das Codewort Blue mit der Visualisierung vom blauen Himmel. Ja. Wenn du das gemacht hast, dann komme ich wieder zu dir und sage, hey, jetzt schlaf bitte wieder ein, und und dann schläfst du ein, und dann wecke ich dich an der nächsten Frame auf, und zwar in der Sahara-Wüste, und dort gibt es auch wieder eine 360-Grad-Ambiente-Musik, wo du wirklich dann die Live-Aufnahmen von der Wüste hast. Ne? Und dann machst du dort dasselbe, orientierst dich, schaust dich um, koppelst die Emotionen, die Wärme der Sonne, den warmen Strand unter den Füßen und so weiter. Und dann machst du dort wieder dieselbe Übung und schläfst dann dort wieder ein. Und dann wird es ganz interessant, dann gehen wir rüber in, also du schläfst dann ein und ich wecke dich dann auf am Amazonas-Dschungel. Und zwar, du stehst dann genau vorm Wasser. Ja. Und das ist auch wieder eine Original-Amazonas-Aufnahme, du hörst vorher das Wasser plätschern und so weiter.
Und dann orientierst du dich im Amazonas, gehst dann mal kurz in den Amazonas-Dschungel hinein, dann gehst wieder raus und dann ist vor dir ein Boot und du gehst dann auf dieses Boot. Dann wechseln wir nochmal den Frame, das heißt, du paddelst dann in der Mitte vom Amazonas, vom Fluss, legst dich dann in das Boot hinein und du wirst dann auch beim Paddeln wirklich merken, boah, die Musik ist wirklich so, als ob ich gerade wirklich selbst paddle. Also habe ich wirklich sehr, sehr detailliert gemacht. Und dann legst du dich ins Boot und dann passiert nämlich ein ganz spezieller Effekt, dass du liegst dann da und du hast dieses Gefühl, du bist am Wasser und du bewegst dich. Und durch dieses, wow, ich bin am Wasser und ich liege gerade da und sehe den blauen Himmel an, hast du ein komplett anderes, also habe ich ein neue, komplett neues Ambiente geschaffen, anstatt du legst dich irgendwo hin und blickst in den Himmel an. Und durch dieses neue, durch die, du bist dann auf einer anderen Oberfläche, bist du in einem komplett anderen Zustand und dann ist das Training, was du danach tust, noch viel intensiver. Das bedeutet, das neue geht eins in MDR, hat wirklich die Hälfte ist dasselbe wie vorher oder ähnlich, aber die andere Hälfte basiert nur auf Training, 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 Training. Damit, weil ich will nicht, dass wie früher, dass man einfach nur, man macht die Frequenz und dann muss man üben und üben, sondern ich dachte mir so, ich baue das gleich mit ein und du hast zwei Parts und du kannst dann jederzeit abbrechen. Das ist auch übrigens die erste Frequenz mit einem Freestyle-Ende. Komme ich gleich dazu. Ja. Heißt, du bist dann am Amazonas, am Boot und trainierst dort wieder. Ja. Und das wird mit jedem Training immer intensiver und stärker und tiefer. Ja. Also du gehst immer tiefer von der Hypnose und trainierst in der Tiefe dann sozusagen das, was du gerade in der Hypnose integriert hast. Und dann kommt eine ganz spezielle Vertiefungstechnik und zwar hole ich dich dann raus mit dem Codewort Home. Ja. Also ich wecke dich dann auf, du bist dann sozusagen wieder da, öffnest deine Augen, bleibst aber noch liegen und dann wecke ich dich auf, weil es gibt in der Hypnose gibt es so eine Formel, wenn du tiefer gehst, tiefer gehst, tiefer gehst, es ist dann immer ein bisschen schwieriger, tiefer zu kommen. Aber wenn du tiefer gehst und ich wecke dich wieder auf und dann noch tiefer, dann kommst du noch leichter und dann so und dann kommst du noch viel leichter, noch viel tiefer. Und am Schluss, wenn alles fertig ist, bist du dann hier und dann sage ich, ja, komm wieder zurück, öffne deine Augen, du bist wieder hier und dann wird es nicht lang dauern und sage ich so, und jetzt, wenn du willst, kannst du noch weiter üben. Schließ nochmal deine Augen, ich zähle bis drei und du bist wieder zurück am Boot im Amazonas. Und dann wirst du durch dieses Aufwecken noch viel tiefer sinken und dann habe ich dir 10 Minuten noch geschenkt, wo du dann Freestyle in 10 Minuten nochmal in diesen letzten Zustand nochmal trainieren kannst. Ja? Und dann kannst du dich selbst einfach rausholen mit dem Codewort Home. Ja? So sieht das neue Gate 1 aus. Das Ziel von mir war es, dass ich da nicht nur Praxis mit einbaue, mit der Theorie, mit der Hypnose, sondern dir auch ein neues Ambiente schaffe, eine Geschichte damit erzähle. Und gleichzeitig war es mein Ziel, dass ich dir auch da eine neue Technologie mitgebe. Also nicht nur die MDR-Technologie, die ist sowieso drin, sondern auch eine neue Frequenztechnologie. Und zwar habe ich da die Frequenz so gebaut, also sie fängt oben an bei 14 Hertz, geht runter, mittendrin fängt wieder neu an bei 13 Hertz, geht parallel runter und so arbeitet sich das Gehirn mit verschiedenen Amplituden und verschiedenen Herzbereichen immer tiefer, tiefer, tiefer und ich habe gemerkt, das ist wirklich drastisch, eine drastische Steigerung der Wirkung im Gehirn. Ja? Lass dich da einfach überraschen. Auf jeden Fall, das Ganze endet genau bei 4 Hertz im Tiefschlaf. Also die erste Hälfte der Frequenz ist die Vertiefung und die zweite Hälfte ist 4 Hertz Tieftrance. Und damit kann man nicht nur sozusagen gute Programmierungen im Gehirn einbauen, sondern damit kann man wirklich auch krasse Sachen erleben, wie luzide Träume und so weiter. Aber zu diesem ganzen Thema gibt es ein eigenes Video und zwar die richtige Nutzung. Lade ich auch gleichzeitig jetzt hoch auf meinem Kanal. Schaust dir einfach an, verlinke ich dir hier auf dieser Seite. Und wünsche dir viel Spaß mit dem neuen Gate 1. Übrigens für diejenigen, die das alte schon haben, gibt es einen Gutschein. Dieser Gutschein für die Gold- und Silber-Memberschaft, den verlinke ich dir unter dem Video in der Videobeschreibung. Der gilt, ich sage mal so, ich mache ihn eine Woche lang, 7 Tage ab heute. Und diese eine Woche, da kannst du dir sozusagen mit dem Gutschein den Silber- und Gold-Membership holen und dann kriegst du sozusagen diese Frequenz komplett kostenfrei und ich werde in der nächsten Zeit auch Gate 2, 3 und 4 komplett updaten. Ja. Gut, in dem Sinne viel Spaß bei Gate 1 und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!